wenn ich nicht an einem natürlichen Tod sterbe, dann sterbe ich irgendwann mal, weil ich hier einen Herzinfarkt kriege. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Ja, Leute, geht's noch? Also bitte. Ich habe heute Morgen schon wieder gedacht, weißt du, du stehst auf, guckst so in Clan rein, oh, Clan-Spiele, geil, tolle Wurst. Und dann das Erste, was du liest, also das war noch von gestern, möchte gerne beitreten, machst Top-Videos und motivierst. Vielen Dank für das tolle Lob, finde ich wirklich, wirklich nett. Und wir haben dann auch die Clan-Kriegssuche gemacht. Gestern noch, ich habe gestern Abend noch geschrieben, 11 Uhr suche ich wieder, ich war sogar pünktlich, Little Mom ist leider raus, schade auch. Hat nämlich gut gekämpft hier und mache diesen CK nicht mit, upgrade gerade meinen Worten. Ja, warum auch, ne? Ich habe ja auch Clan-Kriegssuche gestartet, er ist mit dabei und war auch grün beim Start. Und aber glücklicherweise konnte ich mich jetzt eben wieder ein bisschen zurücklehnen. Er macht das Ganze mit dem Buch, Leute, Mensch, wenn ihr doch, ne, denkt einfach vorher kurz mal nach, denn er ist immer noch grün, also ich habe ja jetzt nicht untertrieben oder so. Er kämpft sogar gerade, okay. Er kämpft sogar gerade, wahrscheinlich macht er Clanspiele. Alter, wirklich. Also, da frage ich mich auch manchmal, was geht in euren Köpfen vor, was in meinen nicht auch vorgeht. Aber ich wollte heute Morgen auch die Herausforderung natürlich mit euch kurz mal anspielen. Ihr seht hier den Painterboard bei mir im Bildchen. Und doch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte die erst so schlecht geredet. Aber sieht eigentlich doch ganz schick aus. Und hatte mir dann heute Morgen schon das ein oder andere Special Tutorial angeschaut. Ja, gar nicht mal so einfach. Mal sehen, wie lange ich dafür jetzt brauche, um das Ganze aufzunehmen. Also ich mache jetzt schon mal einen kurzen Cut. Also ich cutte jetzt, das kriegt ihr gar nicht mit. Und dann gehen wir mal in die Herausforderung rein. Mal sehen, ob ich die wirklich nach Anleitung, sage ich mal spielen kann. Ich habe auch erst eine gesehen, es ist ja noch sehr, sehr früh. Und aber ich wollte auf jeden Fall für euch heute noch eine zweite Folge bringen, bevor wir in die Klönspiele gehen, in den Midclash. Und ja, dann mache ich jetzt mal einen kurzen Cut und dann teste ich die mal an. Okay, Freunde, dann gehen wir rein. Attack. Schauen wir mal nach Anleitung vom Großen. Fand ich sehr, sehr interessant, dass die Felder hier jetzt schon gezählt werden. Und muss ich sagen, hat mich wirklich begeistert. 1, 2 dahin, passt auch. Oh, der Inferno ist aber obwohl, ja doch, der Inferno bleibt stehen, das war klar. Ich habe meinen Royal Champion übrigens nicht ganz in dieser Linie hier über dieses Beet gespielt, sondern über dem Baum, das geht auch. Aber ich will ihn mal über diese Linie hier spielen und auch sofort zünden und mal sehen, ob das hier genauso funktioniert. Ich hatte beim ersten Mal ein bisschen Probleme mit der Clanburg, weil ich auch komplett von der anderen Seite da reingekommen bin. Und aber mal sehen, ob das hier so funktioniert. So, die spielen wir hier ein bisschen versetzt, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Und so funktioniert es eigentlich auch. 3, 4 machen wir so komplett alle Drachen hier rein. Und hier nehmen wir die noch mit rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir routen die hier einmal durch. Und dann nehmen wir hier... Ah, da kommt hier wieder die Clanburg. Da kommt wieder die Clanburg raus, Leute. Und das ist so ein nerviger... Ja, muss ich leider mal so sagen. Das ist so ein ziemlich nervender Lava-Hund, den man hier machen muss. Und bei mir ist die Luftabwehr vor allen Dingen auch noch stehen geblieben. Das kommt noch dazu. Aber mal sehen, da ist der Unsichtbarkeitsturm, das ist eigentlich ganz gut, dann fliegen die da schon mal nicht hin, noch sieht es ganz gut aus, ich muss allerdings gleich, denke ich mal, den Kollegen hier frosten, ja, den nehmen wir mal in Fries, die fliegen jetzt erst nach außen, ich denke mal, das schaffen wir leider nicht ganz, weil jetzt gleich noch die nervigen Lava-Pups da rauskommen, wenn der Drachen die geschafft hat. Aber wir haben noch 3 Stück. Vielleicht klappt es ja doch im ersten Wurf hier. Mal sehen. Das Lager ist allerdings auch noch ziemlich... Hat noch viele Trefferpunkte. Und wenn die da gleich raufgehen... Meine Drachen sind nicht mehr so ganz healthy. Nicht mehr so ganz healthy. Mal sehen. Aber ich verliere jetzt auch... Doch, ich habe noch mal einen verloren. Ne? Ja, einen habe ich noch verloren.
Und mit zwei Drachen hier wird es ziemlich hart. Ihr seht das hier. Die fliegen zwar zur Luftabwehr. Einer geht down. Ah, ich schaffe sie nicht ganz. Okay, ich schaffe sie nicht ganz. 96%, aber trotzdem. Na, gar nicht mal so unrecht. Es geht auf jeden Fall so. Ja, das Ärgerliche ist, dass bei mir die Clanburg rauskommt. Und wir playen das nochmal again, dass die Clanburg immer rauskommt. Und das hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert. Vielleicht sollte ich mir doch noch ein anderes Tutorial anschauen. Kann sein, dass es vielleicht doch Sinn macht. Oder aber ich spiele den Royal Champion denn doch so ein bisschen nach da versetzt. So kann man es machen. Und oder ich muss den Skelettzauber ein bisschen besser peilen. Im unteren Bereich bin ich dann immer ein bisschen nervöser, wenn es darum geht, die Loons vor allen Dingen schnell genug zu spielen. So, da geht er down. Headhunter mit rein. Ja, die Headhunter sind halt im Moment so ein bisschen mein kleines Problem. 1, 2, 3, 4. Alle Drachen rein hier. Die auch mit drin hier. Ein Boot. 1, 2, 3. Dass sie hier nicht rausfliegen. Und dann kommt es mal ganz drauf an, wo man hier jetzt eigentlich seine Sachen spielt. Der Royal Champion lebt da zwar noch, aber auch das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Allerdings unten der Inferno hier, der nervt mich gerade ein bisschen ab. Aber hier kam die Clanburg nicht raus. Habt ihr gesehen? Hier kam die Clanburg nicht raus. Und ich muss den nochmal frosten hier. Oh, wieder nicht geschafft. Okay. Na, sehr ärgerlich. Woran hat es gelegen? Ich glaube, ich muss den Wut etwas eher rausballern. Ich spiele das nochmal mit euch. Natürlich spiele ich das. Ich spiele das mit euch, bis ich es geschafft habe. So. Bis ich es geschafft habe. Also doch gar nicht mal so einfach, etwas nachzuspielen. Auch wenn man sich noch so Mühe gibt und hier wirklich, ja, ich meine, mit den Felderchen da kannst du jetzt nichts verkehrt machen. Also großartig. Ich denke mal, der Step hier ist sehr, sehr entscheidend. Der Step hier ist sehr entscheidend. Der muss einmal weggehen, dass der noch einmal ausgelöst wird hier, sonst sind da meine Skelette gleich drin. Und dann muss der Multi fallen. Einmal, zweimal, dreimal, dass der Roll Champion da in jedem Fall fällt. Fällt auch, okay. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen besser aus. In jedem Fall. Die ziehen wir hier rein. Da hauen wir auch sofort Wut rein. Dass hier gar nichts großartig anbrennt. Und damit hat aber mein Royal Champion diesmal da hinten die Luftabwehr gepackt. Und ich würde sagen, die Scattershots hier, die müssen auf jeden Fall gefriest werden. Und sobald der letzte Scattershot auch auf der Seite fällt, oh, der wird nochmal ganz schwierig. Aber ich habe noch ein paar Drachen auf der anderen Seite. Aber ihr seht, keine Clanburg ist schon mal, ja, fast die halbe Miete, wenn der Hund hier nicht rauskommt. Denn ansonsten wird es schon sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt noch vier Drachen oder fünf Drachen über. Und unten hilft sogar noch ein Headhunter. Also auch der hat an der Stelle mal überlebt, ist natürlich jetzt noch der Unsichtbarkeitsturm dort, aber so kann man es machen und hat dann jetzt ja doch funktioniert. Naja, hat man halt, man muss halt zwei, drei Anläufe sicherlich antesten, aber jetzt haben wir auch reichlich oder die Masse an Drachen über. Die letzte Luftabwehr, wie gesagt, ist im ersten Wurf da hinten auch mitgefallen und so sind das hier auch in der Herausforderung ganz easy Stern. Ich gucke mir jetzt noch die ein oder andere Anleitung an, aber ihr seht, wenn man so etwas nachspielt, dann geht das. Es lässt sich sicherlich auch ein bisschen anders machen. Wie gesagt, ich habe das erste Mal den Royal Champion hier oben, ich mache das mal groß im Hintergrund, hinter diesem Baum gespielt. Das geht auch. Ja, das geht auch, also ein bisschen versetzter. Und wenn euch der dann natürlich zur anderen Seite abhaut, ist das nicht ganz so gut, weil ihr kriegt den Royal Champion auf der anderen Seite dann hier unten nicht down. Aber ich denke mal, die Pulle habe ich mir jetzt auf jeden Fall verdient. Das Dusselige ist, ja leider, leider, ist Becken Sheriff hier noch nicht ganz fertig. Und ihr wisst, ich bin immer sehr, sehr penibel, wenn es darum geht, Rathäuser wirklich durchzumaxen und nicht jetzt das Rathaus laufen zu lassen, denn die Laufzeit von so einem Rathaus ist auch nicht mehr so lange, nur noch 7 Tage und ein paar Mauern hat der Becken Sheriff hier allerdings noch zu machen.
Jetzt könnte ich es natürlich so machen, dass, lass mal gerade überlegen, wie lange ist das hier jetzt drin? Es ist noch 9 Tage drin, Leute. Meint ihr, wir können mal so einen schönen Mauerntag hier machen, so richtig so hart abfahren mit Rathaus 12, dass der endlich auf 13 geht? Denn dann wäre die Pulle hier sicherlich nicht verschenkt, weil ich jetzt alle voll habe. So ein bisschen rechnet man ja immer so. Ich habe jetzt alle voll, würde jetzt nur 10 Gems dafür bekommen. Und dann nehme ich sie doch lieber in Anspruch und haue hier mal ein bisschen rein, dass das hier mal mit dem Mauern ein bisschen was wird. Das geht ja relativ zügig hier. 2 Mille pro Mauer, das ist ja eigentlich ganz easy peasy. Und gerade mit den Clanspielen, da hast du sowieso immer irgendwas zu tun. Also ich denke mal, ja, das kann man ganz gut machen. Aber erstmal spielen wir hier auch Clankrieg. Ich hoffe, die Folge auf dem Mittwoch hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also als Zweitfolge. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt die Challenge schon geschafft. Ja, wir haben ja jetzt schon Midclash, ne? Also mitten in der Woche, das Wochenende naht mit harten Schritten. Und dann freue ich mich wieder auf euch in den Livestreams, Twitch TV, Schräger Toto Clasht. Bis dahin, danke, euer Toto Clasht.